So, wir sind schon mitten im Spiel. Ich habe nämlich vorhin vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. Das bedeutet, ihr habt die ersten drei Kills verpasst. Shame on me. Achso, und das Intro habe ich auch vergessen zu zeigen. Machen wir nochmal. Hier ist es. In der Zwischenzeit. Autsch! Ich mag's, wenn das Intro kommt. Da ist er. Komm nochmal raus. Eine Granate für den Dude? Nee, ne? Die brauchen wir nicht. Was wir allerdings brauchen, ist 556 Munition. Und zwar in rauen Mengen. Was auch cool ist, die Tatsache, dass ich eine Dings habe. Ein Schalli für die Bolt Action. Munition, Leute, was ist los? Wo ist die Munition? Geht so, ne? First Aid Stuff haben wir bisher noch nicht so viel. Wir können hier noch weiter looten. Wir können hier noch weiter looten, denn wir müssen uns noch nicht sputen. Nice. Da ist die Munition, auf die ich gewartet hatte. Barrel wäre noch nice, aber ich will nicht auf hohem Niveau motzen. Flugzeug höre ich. Ist da vorne. Lassen wir da hinmarschieren, ne? Wir haben sie noch eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Könnten wir uns ja holen. Übrigens, danke nochmal hier an der Stelle an alle Zuschauer, die hier so fleißig Kommentare unter meine Videos schreiben. Da freue ich mich drüber. Ich antworte eigentlich auch, glaube ich, ziemlich immer. Ja? Macht es ruhig weiter. Da kann ich dann auch drauf eingehen in meinen Videos. Also ich lese es schon meistens. Oder ne, ich lese es immer. Und dann können wir in Ruhe im nächsten Video drüber labern. Ich habe gestern auch zum ersten Mal einen Stream gestartet. War eigentlich auch ganz witzig. Stream mache ich meistens eher so. Die normalen, die Arcade-Matches. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir eine Möglichkeit haben, an diese Crate ranzukommen. Gestern ein witziges Video gesehen, auch online, vom The Average Sniper. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein amerikanischer Streamer. Und der hat was ultra Lustiges, oder was heißt Lustiges erzählt, aber der hat was erzählt, was ich sehr bemerkenswert fand. Und zwar hat MSI, die Firma, die. Oh, geh wieder raus. MSI, die Firma, die hier die Dings baut, Monitore und Grafikkarten und so Zeug, also bei Be Gamern eine sehr bekannte Firma, hat anscheinend oder ist dabei, einen Monitor rauszubringen. Tiger Mafia 69 hat gerade einen gekillt. Einen Monitor rauszubringen, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz euch Gegner highlightet. Also ich gehe davon aus, dass jedem schon passiert, dass man mal irgendwie einen Gegner übersehen hat, obwohl man in seine Richtung geschaut hat. Wenn man diesen Monitor dann trainiert, dann kann der Monitor den quasi highlighten, den Gegner. Blendet dann, was weiß ich, irgendwas ein, sodass man den Gegner dann einfacher spotten kann. Also irgendwie den Gegner rot umrandet oder was auch immer. Und der Monitor lernt sozusagen dazu, ne? Also wenn man sich dann Videos, also wie genau das funktioniert, haben sie leider noch nicht gezeigt. Es war bisher nur so ein Technologie-Demonstrator, den sie da auf irgendeiner Elektronikmesse gezeigt haben. Ich gehe davon aus, dass man dem Monitor dann quasi vielleicht über ein Touchpad oder was auch immer beibringen kann, wo der Böse war, wenn man ein Video gemacht hat oder auch im Game. Und dann schaut der Monitor selbstständig nach Gegnern, die man vielleicht selbst übersehen hätte und highlightet die einem.
Der Monitor kann theoretisch sogar, da er ein Soundsignal auch bekommt, Sound visualisieren. Sprich, wenn man unglaublich leise Schritte hört, dann kann der einem beispielsweise über so einen semi-transparenten Pfeil oder was auch immer anzeigen, von wo die Schritte gerade kommen. Beispielsweise, ne? Crazy shit. Crazy shit. Und da der Monitor, da die ganze Rechenleistung im Monitor steckt und nicht in eurem Computer, ist es so, dass keine Anti-Cheat-Software der Welt rausfinden kann, ob ihr dieses Ding benutzt oder nicht, weil der Monitor ja nur das Videosignal von der Grafikkarte bekommt, aber es quasi in die andere Richtung keine Daten fließen. Ne? Also der Rechner merkt gar nicht, dass auf dem Monitor da irgendwelche lustigen Programme laufen. Natürlich eine interessante Entwicklung. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit der künstlichen Intelligenz. Bisher bin ich ja noch nicht so ganz. Also, wenn das passiert, dann ist es mehr oder weniger legales Cheaten, das nicht nachgewiesen werden kann. Ich habe auch schon gesagt, das Risiko ist natürlich dann vorhanden, dass irgendwann mal die besten Monitore gegeneinander spielen und es keine Player mehr gibt, weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben, sich sowas zu geben. Es ist wichtig, es ist kein Aimbot, ne? Der Monitor kann natürlich nicht eure Maus steuern oder euren Cursor beeinflussen. Er kann euch allerdings zeigen, wo die Gegner sind, anhand von Quellen wie Geräuschen oder Bewegungen auch, die ihr vielleicht selbst nicht wahrgenommen habt. Und umso länger ihr dieses System da trainiert, diesen Monitor, umso besser wird es auch funktionieren. Keine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Wie gesagt, am Markt ist er noch nicht verfügbar. Erste Preisvorstellung, die zirkuliert hat, waren 1500 Euro. Ist gar nicht so preiswert, finde ich, für einen Monitor. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass so ein Monitor, also ein Gaming-PC kostet 1500 Euro, wenn ihr einen halbwegs anständigen nehmt. Es gibt eine Grafikkarte für 1500 Euro auch, aber ein funktionierender Gaming-PC kriegst du für 1500 Euro. Und wenn du dann nochmal 1500 Euro drauflegst für einen Monitor, dann hast du so ein Monster, so eine Cheat-Maschine drin. Da bekommt das Board, der Begriff Pay-to-Win eine ganz neue Bedeutung, meine Damen und Herren. Ja, ich denke mir jetzt gerade, was würde denn mein Cheater-Monitor wohl sagen? Sind hier Gegner? Irgendwo sind hier bestimmt Gegner. Hinterm Baum zum Beispiel. Könnte mir jetzt anzeigen, wo der Gegner ist. Könnte mir jetzt anzeigen, wo der Gegner ist. What? Ja, jetzt reicht's. Da habe ich mir jetzt echt Zeit gelassen mit dem Dude. Schon lange keine Sniper mehr bedient, wie es aussieht. Da vorne wird. Ich mein Auto? Das kann dir alles der Monitor anzeigen, ob da ein Auto kommt oder nicht. Wie weit es weg ist. All diese Dinge kann er dir anzeigen, weil er hat Zugriff quasi auf den Sound. Da vorne ist es, seht ihr das? Also der Monitor könnte dir theoretisch sogar anzeigen, wo das Auto ist. Anhand des Geräuschs, das das Auto macht. Ziemlich crazy, wenn man sich das überlegt. Bin nicht sicher, ob ich das gut finde. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich es gut finde. Ich glaube nicht, dass ich das gut finde. Also ich weiß nicht, wer hier gelootet hat, aber die Energy Drinks hat er liegen lassen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen sneaky zu machen hier.
Sneaky währt am längsten in dem Game. Da ist das Auto vorhin entlang gefahren. Ich habe einen Kill. Ah ne, 5 Kills. Ich dachte schon. Viele Kills habe ich bisher noch nicht. So, da unten ist irgendwo einer. Ja, da war einer. Der Auto-Dude fährt nach rechts. Interessiert sich nicht für mich, wie es aussieht. Holen wir uns da noch was raus? Reiseapotheke am Start hier. Jetzt müssen wir aufpassen, ja? Da unten war irgendeiner. Ganz in meiner Nähe hier. Ah, okay, Vergangenheitsform, das ist wahrscheinlich die Kiste hier. Da unten chillt einer, seht ihr den? Der Typ ist noch da, oder was? Eigentlich soll ich da nicht hinrennen, weil das ultra dumm ist. Da der Bot natürlich jetzt Werbung gemacht hat für seine Anwesenheit. Wo ist der? Der muss... Mhm. Wo? Headshot vom Furkan. Tot. Ja, ich sehe. Alles klar. Mhm. Hatte ich vermutet. Unten war noch ein Bot, den müssen wir uns auch noch knüppeln. Wo ist der andere Spaten hier? Der gerade auf mich geschossen hat. Ja, ich sehe ihn. Der Spray ging ja mal in die Hose. Das nervt. Das ist nervig. Wenn sowas passiert, ist es halt einfach nervig. Okay, aber jetzt schauen wir noch wenigstens zu. Der Snooper, der weiß nicht, dass er jetzt gleich ins Gras beißt. Durch den anderen, der mich gerade gekillt hat. Ist schon geil, wenn von zwei Seiten kommen. Die Granate von... Moment, war die Granate von ihm? Ach, die Granate kam von hinten. Okay, und wo ist der? Wo ist unser DMR-Spezialist, der jetzt gerade... Nee, nee, nee. Alles klar. Der Typ hat mich gekillt mit der Granate und der andere stirbt jetzt wahrscheinlich gleich durch die Zone. So muss es gewesen sein. Eieieiei. Noch 11 am Leben. Schon noch ein Stück.
So, super, jetzt zeig mal, was du kannst. Von zwei Seiten beackert worden. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn das passiert. Aber das Risiko hast du natürlich, wenn du Solo spielst, immer. Dass sie irgendwie der Vulkan überfährt ständig Leute. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kills der schon gemacht hat. Jetzt ist die große Frage, ob er letzte wird. Ich höre ihn rumfahren. Wie gesagt, ne? Dieses Geräusch von dem Auto könnte dieser Monitor visualisieren, was halt krass ist, ne? Nimm die Barrel, die ist besser. Da vorne, Auto. Ja, mit einer Sniper kannst du dir den schnappen. Wenn du ein kleines Zielfernrohr dran hast. Der hat aber mal nicht mein Zeug gelootet, oder? Glaub nicht. Da oben lurch da. Jetzt nicht mehr. Playzone. Hat einen gekillt. Naja, mittlerweile ist es zumindest so, dass ich, wenn ich sterbe, dann meistens durch so Sachen wie, wenn du von zwei Seiten aufs Korn genommen wirst und nicht mehr durch irgendwelche dummen Sachen, weil du irgendwie auch über der Granate stolperst, die du selbst geworfen hast oder sowas. Zumindest die ganz stumpfen Tode, die kann ich mittlerweile so halbwegs ausschließen, wobei ich durchaus hin und wieder mal immer noch durch ein Motorrad sterb. Also, weil ich selbst schlecht fahre. Das passiert durchaus. Das gab es schon mal. Da würde ich nicht so stehen bleiben. Da würde ich zumindest kriechen. Auto. Das ist das Auto vom Furkan, kann das sein? Den haben wir da auch rumfahren sehen. Der Snoopy ist ein bisschen undecided. Der dreht sich ein bisschen im Kreis rum, guckt. Bleibt aber einfach aufrecht stehen. Genau, jetzt hat er sich mal gebückt. Ist immer ein bisschen besser, gebückt zu laufen. So. Tja, der Cheat-Monitor könnte dir jetzt sagen, wo sie sind. Ist auch lustig, er läuft gegen das Auto und das Auto macht einen Hüpfer. In echt würdest du das, glaube ich, nicht schaffen. Sondern du bist Arnold Schwarzenegger. Da vorne fährt er. Der Furkan. Furkan war der Name? Ich glaube, Furkan war es. Ist irgendwo der in dem Busch. Hat er den nicht gesehen? Kann sein, dass er den nicht mal gesehen hat. Ja, genau. Sneak ganz langsam dahin. Ich glaube, ich habe rechts was gehört. Ist schon gelootet. Liegt Zeug nebendran. Ja, ein bisschen was war noch drin. Ach, derjenige, der das Ding gelootet hat, hat die MG nicht mitgenommen. Lustig. Aber ist halt ein bisschen blöd. Wobei, ein Magazin. Lässt sich ganz schön Zeit beim Nachladen hier. Passt. Okay. Noch fünf. Ja, da ist die Sniper besser. Sag mal, wie hat denn der überhaupt mich getroffen? Ah, der hat mich mit der Granate erwischt, ne? Deswegen, okay. Ich darf nichts sagen, ich habe heute auch nicht besonders gut geschossen. Obwohl, ich habe 9 Kills gemacht. Dead Show! Es sind noch 3 am Leben. Hätte ich nicht gedacht, dass das Snooper 83 PL so lange durchhält. Noch einen Schluck aus der Kaffeetasse hier. Hey, jetzt brauchst du nichts mehr looten. Jetzt würde ich mich eher um Dings kümmern. Da sind gute Sachen dabei gewesen. Geh mal dahin. Da ist ein, glaube ich, Level 3 Gear dabei. Ja. Der Level 3 Helm, den kannst du mitnehmen. Dauert ein bisschen, bis er merkt, dass da ein Level 3 Helm liegt. Jetzt hat. Weiß nicht, ob ich den Rucksack getauscht hätte durch.
das Jammerpack durch den Rucksack getauscht hätte. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Nee. Ey, der wird nur noch Erster. Das wäre ja ultra lustig. Da wird gerade geballert da links. Das, seht ihr das? Ah, geil. Wenn er den kriegt, das wäre ultra witzig. ABM. Junge, jetzt bist du geliefert. Jetzt bist du geliefert. Jetzt war's das. Und jetzt hast du kein Jammerpack mehr. Merkst du was? Es tut nämlich jetzt richtig weh. Ja. Die Munition, die du jetzt mehr tragen kannst, hilft dir gar nichts, weil du stirbst außerhalb der Zone. Und du bist in Deckung hinter einem. Du bist in Deckung hinter einem Heuballen, der umgefahren werden kann. Der bringt dir nichts gegen die Autos. Oh boy. Ey, noch zwei am Leben. Okay, die haben sich jetzt gerade gegenseitig gekillt. Nice. Jetzt hast du es mit einem richtig guten zu tun. Rechts ist er. Junge, das überlebst du nicht. Das überlebst du nicht. Jammerpack wäre da wichtiger. First Aid, ja, alles gut. Jetzt mal noch ein Dings rein. Booster. Und dann smokes davor, sonst hast du keine Chance. Mm-mm. Smokes. Smokes und dann vor zu dem Heuball. Hast du Smokes? Snooper? Wenn du keine Smokes hast, dann, naja, das wird sowieso nichts. Du wirst jetzt sterben. Oh, AWM. Oh, getroffen. Nice, nice, nice. I like. Vielleicht macht das. Shit. Bleib liegen. Nein. Geh hinter dich. Oh, kann nicht zuschauen. Ich kann da nicht zuschauen. Der schießt mit der AWM. I like. Keine Chance, Alter, jetzt bist du geliefert. Ja, aber ganz ehrlich, ey, warum hat er denn kein... Ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.